Hallo liebe Tesla-Freunde und Freunde der E-Mobilität. Heute ein neuer Look in dem Video. Willkommen erstmal hier zu diesem Video. Ich weiß noch gar nicht, was es heute und morgen wird. Was für eine Art Video, weil ich bin auf dem Weg von Rastatt nach Zwickau und übernachten werde ich in Leipzig. Bin schon eine Weile gefahren jetzt. Es war regnerisch in Rastatt, habe ich gedacht, naja, komm, einfach mal losfahren, raus aus dem Regen. Jetzt bin ich in Satteldorf. Ja, und ich treffe heute noch jemanden, der mein Weihnachtsspecial mitgewonnen hat. Deshalb, ich besuche ihn heute. Aber es gibt kein Video dazu. Genau. Vielleicht, ja, irgendwelche anderen Informationen. Mal sehen. Auf jeden Fall wird es ein persönliches Video. Persönliches Treffen erst einmal. Aber ich fahre weiter nach Leipzig. Und morgen treffe ich dann die ehemalige Firma Strominator. Next Move heißen sie jetzt. Da machen wir Videos. Ja, und dann geht es weiter nach Richtung Ostrau. Da ist ein Kunde von mir. Wir produzieren, ja, das kann ich glaube ich, ne, sage jetzt nicht, was wir machen. Auf jeden Fall ein Kunde von mir. Und danach geht es gleich weiter mit Treffen. Und zwar Supercharger-Treffen und abends nochmal ein Treffen in Dresden. Ja, also was wird das Video werden? Keine Ahnung. Es wird ein Road-Video werden, ein Roadtrip-Video. Aber ich möchte auch in diesem Video jetzt heute mal oder morgen mal sehen, aber es kommt auch in dieses Video rein, mein Lebensweg weiter beschreiben. Und zwar die Lebensstationen, die wichtig waren, um das zu werden, was ich heute bin. Und heute, also wird es dann mein Alter sein zwischen 30 und 40. Ich glaube, das ist jetzt, wo es weitergeht. Und da geht es um Kommunikation. Also freut euch drauf. Ja, das mache ich jetzt. Jetzt schauen wir mal ganz kurz auf das Display und auf die Reise, die ich mir heute vorgenommen habe. So, was ihr so hört hier, ist das Summen der Kühlanlage. Ich bin Autobahn gefahren, allerdings nicht sehr schnell, aber trotzdem muss er halt kühlen. Und ich lade gerade bei 110 kW. Losgefahren bin ich bei so 70% Akku und angekommen, weiß nicht, war ich hier so bei 30 ungefähr, 25%. Schauen wir mal, wo wir sind. Ja, wir sind hier. Die Fahrt geht auch weiter dann nach Zwickau. Aber das Problem jetzt hier ist, er gibt mir jetzt die Gesamtstrecke an. Moment. So. Und Ankunftsladestand in Zwickau wäre gewesen, glaube ich, 15%. Ist aber nicht sehr toll, weil ich ja noch dann nach Leipzig fahren muss, hier oben noch. Ne? Also, ich hoffe, dass es scharf stellt. Das neue Objektiv, ich hoffe. Ja, ich glaube, es ist scharf, oder? Ja. Gut. Das heißt, ich werde das jetzt erstmal hier nochmal neu machen. Und zwar, ich möchte laden hier. Genau. In Münchbergnot. So. Dann werde ich das jetzt mal so eingeben. Aha, es gibt so eine neue Ladezeit. 30 Minuten. Gut. Jetzt habe ich 30 Minuten Zeit. Das ist prima. Und dann werde ich Münchbergnot wieder laden müssen. Eben habe ich euch im Grunde etwas verheimlicht noch, weil die Reise geht ja nicht über 2 Tage, sondern über 3 Tage. Der dritte Tag ist eigentlich ganz... Seht ihr hier? Das Lenkrad hat eine Unwucht. Es wackelt. Ich habe die Sommerreifen wieder drauf und irgendwie haben die nicht gescheit ausgewuchtet. Aber darüber reden wir später nochmal. Ja, ich war bei RTU, da gibt es auch noch ein bisschen Thema dazu. So. Jetzt, ja, der dritte Tag geht nach Freising. Und zwar, am Freitag werde ich von Dresden nach Freising fahren. Das ist gar nicht so weit, 400 Kilometer. Einmal so um die Ecke um Tschechien herum. Und da treffe ich den Gabor um 12 Uhr, wenn alles gut geht. Und auch Leute von Clean Electric. Es bin wieder dunkel, oder? Also, ja. Ich glaube, das geht. Und werden einige Videos machen. Also ich weiß jetzt nicht genau, was alles in diesen Vlog hier reingeht. Ist ein Vlog, nee, ist ein Roadtrip. Mittlerweile weiß ich, was es ist. Es ist ein Roadtrip mit Informationen zu meinem 30 bis 40 Jahren. Also ja, über Kommunikation reden wir gleich noch. Ja, also 3 Tage Roadtrip. Jetzt sind wir gerade auf dem Weg nach Zwickau. Dann geht es nach Leipzig. Morgen geht es zum Kunden und nach Dresden. Und dann am Übermorgen von Dresden nach Freising. Jetzt haben wir das auch gesagt. Ich habe ein neues Objektiv, 8 bis 18 von Leica. Und hoffe, dass ich jetzt ein bisschen mehr Weitwinkel habe, aber auch ein angenehmes Weitwinkel, also nicht dieses Fischaugen-Ding.
was man bei den GoPros eigentlich hat. Und ich habe hoffentlich vernünftigen Ton durch das Mikrofon und dem Sennheiser digitalen XLR-Adapter. Ich mache mal noch ein Video über mein Equipment, das habe ich ja zugesagt. Aber ich muss jetzt mich auch hier konzentrieren ein bisschen. So. Ich fahre im Autopilotmodus 140. Nürnberg sind noch 89 Kilometer. Und alles gut. Ab und zu regnet es ein bisschen. Ab und zu will mich jemand überholen und guckt da noch ein bisschen rein. Seht ihr hier so schön an der Seite? Ja. Seat Leon. Aber ich will das Video nicht zu lang werden lassen, Leute. Okay? Ja. Kurz zu ATU. Ich war wieder in Rastatt bei ATU. Autoteile Unger. Die haben übrigens ihre Zentrale in Weiden in der Oberpfalz. Das ist, da fahre ich fast dran vorbei am Freitag. Ich muss mir noch mal überlegen, ob ich da nicht in die Zentrale reinfahre, weil der ATU-Service-Mitarbeiter hat mir erzählt, ist auch ein Franzose, dass er jetzt letztlich bei einer Weiterbildung war bei ATU und dort in der Akademie bei ATU steht ein Tesla direkt in der Empfangshalle und so. Und das soll auch symbolisieren, dass bei ATU alles auf Elektromobilität gemünzt wird. Ich habe das an mehreren Dingen gemerkt. Und zwar einmal den Tesla hier die Reifen aufgezogen. Ich war dann dabei. Ich habe auch den Mitarbeiter gefragt, kennst du dich aus mit Tesla und so? Ja, kenne ich aus. Wir haben alle Schulungen bekommen. Und er weiß genau und hat auch die Servicetasten richtig gedrückt und wusste auch hundertprozentig, wie das Auto zu bedienen war. Top. Dann hatte ich den Leiter gefragt, den Serviceleiter da, den Franzosen. Wie sieht es denn eigentlich aus? Weil ich habe bei ATU, ja, es gibt schon sehr viel negatives Image von ATU. Also es gibt schon einige, ja, wenn ich sage ATU bei manchen Leuten, die sagen, oh, um Gottes Willen, ja nie mehr und so weiter, ist alles Billigladen. Und er sagte aber, das ändert sich gerade. Also es gibt natürlich schwarze Schafe, das ist wie überall bei einer großen Marke. Wenn ein oder zwei oder drei oder sagen wir mal 3, 4, 5% rausscheren und schlechten Service machen und unangenehm sind, dann fällt das natürlich immer gleich auf die gesamte Marke. Und Leute, die unzufrieden sind, erzählen halt mehr darüber, über ihre Unzufriedenheit, als Leute, die zufrieden sind. Das ist einfach so bei der Wahrnehmung. Kommen wir später nochmal bei Tesla drauf. Da wird doch ein langes Video. Okay. So. Und er sagte auch, dass der neue Chef von dir, der neue, jetzt habe ich den Namen vergessen, der französischen Gruppe, die jetzt ATU geschluckt hat, dass das ein 42-Jähriger ist, der 100% hinter Elektromobilität steht. Und der hat schon in den französischen Niederlassungen überall bei den ATUs dort, schlag mich tot, den Namen, den werde ich jetzt einblenden hier unten, der sagt, dass alle haben Charger gebaut schon oder fast alle. Also man kann sein E-Auto auch laden dort bei dem ATU in Frankreich. Also das ist, geht auf Elektromobilität und meine große Hoffnung ist, und ich habe schon so Leuten gehört von manchen Zusehern auch, dass bei ATU man sein Model 3 oder alle Teslas wahrscheinlich sogar servicen kann. Und was ist Service? Ja, Bremsflüssigkeit, die Reifen, weiß nicht, kleine Sachen ausbessern. Also die hatten ja auch die Tesla-Reifen hatten die auch drin, wo ich dann meinen Platten hatte. Also da kommt was. Ich werde auch nochmal ein Interview-Video dazu machen und ein Video auch dazu zu ATU. Mal sehen, vielleicht habe ich sogar Glück in Weiden, dass ich da jemanden sprechen kann auf dem Rückweg oder auf der Weiterfahrt nach Freising. Wäre cool. Jetzt geht es weiter nach Osten. Immer schön weiter hier. Wetter wird immer besser. Nachher machen wir mal die Kamera nach vorne. Ja. Wenn es ein klassisches Roadtrip-Video ist, dann ist es, ja, muss auch mal die Kamera nach vorne sein. Das war das. Tesla. Jetzt Focus Online gestern. Heute ist Mittwoch. LKW. Ja, alles cool. Focus Online stand ganz in einer riesen dicken Schlagzeile, dass in Amerika eine Autozeitung war es, glaube ich, empfohlen hat, das Tesla Model 3 nicht zu kaufen wegen schlechter Bremsen. Und das ist bei unserem Focus Online wieder eine Headline wert. Ganz dick, ganz negativ.
Und dann frage ich mich manchmal, es ist wirklich überall immer so diese dicken, fetten Negativschlagzeilen über Tesla. Jetzt ist die Produktion für 6 Tage angehalten, gleiche Negativschlagzeile bei ich weiß nicht wo. Geht Tesla pleite, wieder 6 Tage keine Produktion und so wieder. Immer das gleiche Ding, anstelle auch mal was Positives oder mal was Konstruktives zu berichten, sage ich mal. Mittlerweile bin ich das schon fast leid. Das Problem, was ich damit habe, sind dann die ganzen Feedbacks, die ich bekomme von Leuten, die halt eben nicht so dick in der Blase drinstecken wie ich. Ja, da haben wir ein Beispiel vom letztens wieder. Wer hat mir das gesagt? Ach, wer war denn das? Ach ja, der ATU-Mitarbeiter, genau. Der Tesla in der Schweiz, der sich überschlagen hat und Feuer gefangen hat und der Fahrerleiter verstorben ist. Ja, das ist natürlich auch wieder eine Schlagzeile. Weil es ein Tesla ist. Ja, wenn das ein, was weiß ich was wäre, ein anderes Auto, will es gar nicht sagen, wer, dann würde das nicht in der Zeitung stehen, weil jeden Tag verbrennen Autos, Leute in Autos leider. Und bei Überschlagen und so. Also ist halt eben nur, wenn es ein Tesla ist, eine Schlagzeile wert. Wer das treibt und warum das getrieben ist, ist es wirklich nur negativ? Steckt was dahinter? Ich habe keine Ahnung. Mittlerweile hängt mir das zum Hals raus, ganz ehrlich. Ja, Tesla geht pleite. Und wenn schon, wen juckt es eigentlich hier in Deutschland? Eigentlich im Grunde nur die Verbrennerindustrie, die jetzt aber alle umgeschwenkt haben auf Elektromobilität. Also die kann es gar nicht mehr so arg jucken, weil, also mich juckt es da nicht mehr, weil dann kann ich ja noch ein E-Auto von deutschen Herstellern kaufen. Ich glaube, der Fokus sollte ganz woanders liegen, da bei diesen Bechern. Ich glaube, die sollten lieber mal nach China gucken oder sonst wo. Da liegt der Feind liegt woanders begraben, nicht bei Tesla. Ganz sicherlich nicht. Na gut, lassen wir das. Ja, das ist schon die Serie, die ich gemacht habe, ist schon geht schon eine ganze Weile durch hier auf meinem Kanal. Ich muss mal hier kurz gucken auf meinem. Das fahre ich nur noch 81 in der LKW auf der Mittelspur, Mittelspurfahrer. Ich muss mal kurz hier gucken auf meinem Notizzettel. So, dass ich das auch richtig alles wiedergebe. So, also meine Leben. Ich bin da schon, habe schon ein paar Lenze drauf hier auf meiner Uhr. Wird dieses Jahr 55 auf Schnapszahl. Wird auch dieses Jahr 5555 Abonnenten haben. Danke für alle, die kommen noch. Sind nur noch, da fehlen nur 1000 noch etwas bis dahin. Was schaffe ich es an meinem Geburtstag? Mal sehen, wäre ja lustig. Das wird dann ein Special. Gut, also von 0 bis 10 hatte ich Liebe durch den Opa. Bis 20 war Sprachen und Kultur. Bis 20 bis 30 Partnerschaft und Familie. Und jetzt bis 40 kommt die Kommunikation. Und bis 50 Yoga und X, genau. 30 bis 40. Mit 30 bin ich junger Vater geworden, genau. Und da war ich bei, also Karriere hat gerade angefangen, komplett überschuldet, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir hatten das irgendwie, wir haben, glaube ich, ein bisschen zu viel Schulden aufgenommen für das Haus. Ein Klassiker. Und es gab Weiterbildung bei uns in der Firma. Und zwar Kommunikation. Ich natürlich super skeptisch. Und ich fand den Trainer am Anfang auch überhaupt nicht prickelnd, weil ich habe so, wenn du so 30 Jahre alt bist, denkst du, ach, ich weiß eh alles besser. Ich bin eh der Nabel der Welt. Und alle drumherum. Also zumindest war ich so, weil wahrscheinlich sind andere auch nicht so, aber ich war zumindest mal so. Ich hieß übrigens in meiner ersten Firma, die Drehscheibe haben sie mich genannt, weil es gab dann so mehrere Wochen so, konnte man in der Firma so herumgucken an verschiedenen Abteilungen. Da bin ich in die Forschungs- und Entwicklungsabteilung gekommen und da hat man mich gefragt, na, was bist du denn zuständig? Und da habe ich gesagt, ja, ich bin jetzt Produktmanager und bin zuständig für die Fruchtzubereitung weltweit. Boah. Und dann seitdem, na, da hieß ich dann die Drehscheibe. Ja, alles geht über mich weltweit und so. Ja. Dass ich da eben noch, dass ich ein Team dafür brauche und dass ich auch einem anderen Teams helfen muss und so, das war, glaube ich, in meinem Egozentrum nicht so richtig da. Dann kamen die Kommunikationstrainings und hieß er Florian. Erwin Florian hieß er. Erwin Vorname, Florian Nachname. Leider habe ich keine Spur mehr zu ihm jetzt. Ah, okay. Und wir haben Kommunikationstrainings gemacht. Und da geht's, das war ein ganzer Kommunikationstrainingsplan.
nicht nur ich, weil ich so eine Drehscheibe war, sondern auch alle anderen, also alle so im mittleren Management bis zum Top-Management haben sich dann trainieren lassen. Und es waren immer so schöne Wochenendseminare, 20 bis 30 Leute, viel Einzelcoachings, Gruppenarbeit. Ich habe einen Gesprächsführerschein gemacht. Und, aber die Liebe zu dem Training kam erst mit der Zeit. Also die ersten Trainings war ich so wieder sportlich. Also immer, ach nee, nicht und so, na, das ist alles Quatsch. Und die ganzen Kommunikationsebenen, was interessiert mich der Scheiß, ja, machen. Beim zweiten, oder war es erst beim dritten, da merkst du so richtig, wenn das Seminar fertig ist, vergisst du das Zeug wieder und du machst gerade weiter wie bisher. Dann kam das zweite Training und dann denkst du, oh, da habe ich wieder was vergessen. Also habe ich das mal ausprobiert in der Firma und in der Familie auch. Ja, man kommuniziert ja nicht nur in der Firma, man kommuniziert auch in der Familie überall. Und da habe ich so ein paar Punkte mal gehabt, wo ich gesagt habe, ups, das funktioniert. Einfach mal die Position ändern, sich in den anderen hineinversetzen, Feedbackgespräche führen, ja, offenes Feedback geben oder mal Feedback anfragen, ganz schwierig für Leute auch, hat funktioniert. Bin ich in das dritte Seminar reingegangen, habe das erste Mal so richtig zugehört. Und seitdem habe ich das schätzen gelernt, dieses Training mit dem Erwin Florian. Also ich habe da unheimlich viel rausgezogen und wir haben, die komplette Firma ist gewachsen damit. Hat sie geknackt? Ja, läuft noch. Die Firma ist gewachsen damit, die Mitarbeiter, die Teams sind gewachsen. Und dann kommt man also zu so einem Punkt, wo man dann sagt, ah, also hier komme ich nicht mehr weiter bei meinem Chef, weil das sind dann die obersten Chefs, die machen dieses Kommunikationstraining nicht, weil die ja die gleiche Einstellung haben, wie ich sie hatte, wo ich angefangen hatte. Also ja, ich kann eh alles besser und das brauche ich nicht und so. Aber man ist so schlecht in Kommunikation, wenn man da kein Training hat. Und ja, dann merkst du irgendwo, es muss immer so die gesamte Firma mitziehen und so, sonst funktioniert das nicht. Na gut, auf jeden Fall mit der Firma war ich dann auch bald fertig und bin in eine kleine holländische Firma gegangen. Das war im Jahr 1999, da war ich also 36. Ja. Gerade das Haus 5 Jahre lang bewohnt, 4 Jahre, was wir gebaut haben, mit diesem riesen Schuldenberg, verkauft. Umgezogen nach Holland, das heißt näher an die holländische Grenze. Die Kinder waren gerade so Schulalter, also unser Sohn war noch im Kindergarten oder ist gerade im Kindergarten gekommen. Ja, genau so war es. Und die Tochter war in der 2. Klasse. Da haben wir gesagt, okay, wir ziehen nach Deutschland, damit die nicht diese Sprache lernen müssen, die sich später, als sich herausgestellt hat, dass doch eine sehr schöne Sprache ist, Holländisch. Ich spreche das sehr gerne und ich habe das auch sehr gerne gelernt. Sind wir da hingezogen und dann habe ich dort den gleichen Kommunikationstrainer mitgenommen und wir haben dort diese Trainings gemacht in der holländischen Firma auf Deutsch. Ja, und zwar alle Leute, die mit Kunden Kontakt haben und alle Führungsleute, die internen Kunden Kontakt haben, weil interne Mitarbeiter sind ja auch Kunden, ne? Das darf man nicht vergessen. So, und dann haben wir komplett die Firma durchtrainiert, auch wieder mehrere Jahre, mehrere Sessions. Ich habe alles mitgemacht auch wieder und das ist einfach genial geworden. Und zwar, manche Leute haben es besser aufgenommen, manche schlechter. Die das Ganze gut aufgenommen haben, die durften auch zu Kunden gehen oder Kunden betreuen. Und ja, wir haben so viel Umsatz generiert. Die Kunden waren alle so zufrieden. Und ja, das bringt wirklich was. Ich will jetzt hier nicht kein Kommunikationstraining geben, dafür ist der Vlog, der Roadtrip nicht da. Aber ich möchte appellieren an euch, dass wenn ihr so eine Möglichkeit habt, irgendwie so in der Firma sich weiterzubilden über Kommunikation, macht das. Auch wenn ihr jetzt sagt, ach nee, komm, ja, habe ich schon ein paar Mal gehört, habe ich schon ein paar Mal durchgelesen. Aber erstmal muss da dranbleiben an der Sache. Ja, deshalb so diese Feedback-Gespräche, das Feedback ganz wichtig einfordern von Leuten, dann passiert das nicht mit dieser Drehscheibe. Ja, wie wirke ich auf dich? Ja, also am besten nur mit Leuten, wo man Vertrauen hat, auch sagen, wie wirke ich auf dich, was kann ich besser machen, was ist in deinen Augen gut? Ja, erstmal positiv anfangen, was ist nicht so gut, wo mache ich Fehler in deinen Augen? So dieses Feedback einfordern von anderen Leuten finde ich total wichtig. Und natürlich dann auch mal Feedback geben, wenn man, wenn man eine Person hat, die einem sehr wichtig ist, aber wo es nicht so funktioniert mit der Zusammenarbeit oder so, einmal ein Feedback geben, aber sehr, sehr natürlich, sehr gut vorbereiten das Gespräch, positiv sein, das Gute loben und so weiter. Also,
Das habe ich exerziert bis zum Schluss und auch Kundengespräche, schwierige Kundengespräche, Reklamationsgespräche führen, Kundenbindung allgemein. Wie kann ich Kunden ganz fest an mich binden? Das geht nur über Reklamationen. Also und zwar genau, wie ich dann darauf reagiere auf eine Reklamation und wie ich ihn ernst nehme. Leute wollen immer nur gehört werden und ernst genommen werden. Das ist ganz wichtig. Und das macht übrigens der Björn Nieland so toll mit Tesla. Das hat er ja gezeigt, der Tesla-Björn. Tesla ist nicht perfekt, das wissen wir alle. Da gibt es hier und da wirklich Kritikpunkte. Aber dann, wenn man auf Tesla zugeht, dann wie man behandelt wird und wie die Sachen gelöst werden, das ist wichtig. Und das ist, also mir bis jetzt ist noch nichts Negatives bei Tesla passiert, was das angeht. Es war immer positive Gespräche, immer gut ausgebildete Leute. Ja, man kriegt dann später mal so ein bisschen so einen Draht dazu. Wer ist in Kommunikation ausgebildet und wer nicht? Das merke ich in zwei Sätzen, merke ich das, wenn ich mit jemandem spreche. Ja, wenn ich mir jemand merke, er ist sehr gut ausgebildet in Kommunikation, dann kann man wirklich sehr tief gehen in den Gesprächen. Wenn ich merke, jemand ist nicht so gut ausgebildet, ja, wer fragt, der führt. Ja, also der hat dann natürlich dann, ja, ich will es nicht sagen, verloren, das kann ich nicht sagen. Aber ich sage mal, ich kann meine Interessen besser durchbringen, meine finanziellen, geschäftlichen Interessen, wenn der Gegenüber keine Kommunikationsausbildung hat. Ich habe das jetzt hoffentlich ein bisschen positiv formuliert. So, ich glaube, das war's schon. Und einfach durch das, wie kann ich mit Kunden reden? Und der Kunde, der Mitarbeiter ist natürlich auch ein Kunde. Wie kann ich mit meinem Chef reden? Das ist auch Teil, das war auch ein Seminar drüber. Wie rede ich mit meinem Chef? Das alles. Und das hat die Firmen, die ich betreut habe in Holland, extrem erfolgreich gemacht. Ich behaupte auch durch diese Kommunikationsseminare. Und mich auch erfolgreich gemacht, weil ich diese Techniken, nicht immer, aber ich kann sie anwenden oder ich erinnere mich daran, wenn es hart auf hart kommt, wenn ich wirklich in ein schwieriges Gespräch reingehe. Da gibt es wirklich Punkte, die man abarbeiten kann, die man sich vorbereiten kann auf so ein Gespräch und letztendlich dann gucken kann, eine Win-Win-Situation herausarbeiten kann für alle Beteiligten. Lass mal ein bisschen langsamer machen hier, ist so da vorne schon ein bisschen Stau. Also ihr merkt, es ist hier irgendwie noch, das Lenkrad vibriert ein bisschen, ich muss auswuchten lassen. Das war es mit der Kommunikation und mit Weiterbildung, Leute. Also man ist ja, wenn man aufhört mit dem Studium oder mit was auch immer, Ausbildung, Schule, man ist nicht fertig. Ja, das ist zwar ein Riesenstein weg, wenn man die Prüfung geschafft hat, aber dann geht der nächste Schritt, dann kommt der nächste Schritt. Ja, dann ist die nächste Lernaufgabe, dann ist die nächste Weiterbildung dran. Und immer weiterbilden und immer in die Richtung, in die man auch sein Ziel gelegt hat, dass man seine Ziele erreicht. Ja. Kann ja sein, dass du einen Job hast, wo du nicht kommunizieren musst. Kann durchaus sein. Aber nicht vergessen, Kommunikation hört nicht beim Job auf, sondern es geht in der Familie weiter. Ja, und da habe ich auch total viel erreichen können durch weiche Kommunikation. Ja, das war's bis 40. Das war echt, ich habe bestimmt 8 Jahre lang Kommunikationstrainings gemacht. Machen wir bis 40, wie alt war ich da? Das war 2003, war ich 40. Ja, es ging noch weiter. Ja, nee, ich glaube, wir haben in Holland aufgehört 2003, 2004. Ja, ja genau, warum haben wir aufgehört? Das muss ich noch zu Ende erzählen. Weil wir hatten zwei Inhaber und die haben die ersten Seminare noch mitgemacht. Und dann haben die irgendwann gemerkt, ups, jetzt wird es uns aber hier gefährlich, ja, weil wir müssen jetzt unsere eingetretenen Pfade ein bisschen verlassen, um einfach in diese neue Welt einzutauchen. Haben die nicht mitgemacht. Ja, und irgendwann waren nur noch die Mitarbeiter in den Kommunikationsseminaren und die wurden dann besser als die Inhaber. Ja, so war das. Also da gibt es dann irgendwo mal auch wieder ein bisschen Frust, wenn das nicht bis hoch zum Kopf einer Firma durchgeführt wird. Okay, jetzt reicht's aber. Und nächste Session ist dann 2003 bis 2013. Heftige Zeit, ganz heftige Zeit. Weil da habe ich mit Yoga angefangen. Ich habe auch noch einen Segelführerschein gemacht. Das ist so diese Midlife-Crisis-Geschichte, so Area. Ups, hat gebremst wegen nichts. So wenn man 40 ist, so ein bisschen so, da überlegt man sich so ein bisschen, was macht man aus seinem Leben. Viele fangen Segeln an, ich habe auch gesegelt.
Hat auch Spaß gemacht. Und dann, ja, Yoga. Yoga und ein bisschen, dann geht's ins Spirituelle. Nächstes Mal, nicht beim nächsten Roadtrip, vielleicht nicht. Mal sehen, wie ich lustig bin. Aber das geht auch noch. Das kommt noch. Ja? Ich hoffe, es ist alles aufgenommen. Wenn nicht, dann nicht. Und jetzt schauen wir einfach mal ein bisschen in die schöne Landschaft. Dann geht es jetzt weiter. Ich mache jetzt wieder den Podcast rein von Clean Electric. Und das war jetzt der letzte Podcast. Mal gucken, ob der hier noch an der Stelle ist, wo ich eben aufgehört habe. Kurz den Autopilot rausmachen. 400 Meter noch. Mal hier rüber. So. Also ein Kritikpunkt habe ich. Oh. Hoppa. 120, sehr gut. Ein Kritikpunkt habe ich noch an Tesla. Wenn ich Podcast höre und ich stoppe den und gehe aus dem Auto raus und gehe wieder rein, ich muss wieder die Stelle suchen, wo ich aufgehört habe. Das merkt er sich nicht. Das ist richtig ätzend. Aber ich weiß, wo ich war. Ich merke mir dann immer, wo ich war. Eine Stunde und 11 Minuten war das eben noch. Aber ich muss jetzt wieder alles neu aufrufen. Ja, es ist ein bisschen ätzend. Sind wir wieder am Anfang von der ganzen Sache? Und jetzt muss ich wieder vorspulen auf 111. So. Ungefähr da war ich. Ich mache es jetzt gleich wieder lauter für mich, aber ihr hört ein bisschen Musik. Ich wollte noch mal kurz dazu sagen zu Clean Electric, dass jetzt das die Folge 56 ist, BMW i3, 94 Amperestunden. Da wird noch mal ausgerechnet, was 94 Amperestunden in Kilowattstunden bedeutet. Und am Anfang ist Gabor, über den Gabor wird erzählt, weil der Marcel hat nämlich gerade jetzt noch das Model S vom Gabor Reiter. Und deshalb fahre ich hier auch am Freitag nach Freising, weil wir das alles übergeben, hin und her. Wobei ich muss jetzt gleich mal noch ein paar WhatsApps schreiben, ob die das auch wirklich am Freitag machen und nicht am Samstag. Weil am Samstag kann ich nicht. Okay, jetzt geht es aber in den Podcast für euch, für mich, und für euch geht es in die Musik hier. Jetzt geht es hier raus. Münchberg Nord ist ein Supercharger, den ich noch nie angefahren habe. Hier stehen ganz tolle Windräder, schaut mal, so mit so einem Skelettbein. Sieht irgendwie spacig aus. Was der Vorteil wohl ist von diesen, vielleicht waren da mal, nee, Hochspannungsleitungen, Spillhoch.
Aber es wird wieder richtig dunkel hier am Himmel, so richtig Gewitterwolken. Also ich glaube, wir kriegen doch tropisches Klima jetzt hier. Guckt euch das mal an. So, also jetzt gibt es eine kleine Kaffeepause. Ich wäre bis nach Zwickau gekommen jetzt mit dieser Ladung. Aber dann wäre ich nicht mehr weitergekommen. Doch wäre ich weitergekommen, aber ich habe keine Ahnung, ob ich bis Leipzig geschafft hätte. Deshalb laden wir mal kurz eine Kaffeepause lang. Genau hier. Und dann geht es in 20 Minuten weiter. Und hoffentlich genug Spucke im Akku. So, Autohof 300 Meter. Ich bin vorhin mal kurz Landstraße gefahren. Ich weiß nicht, ob ich es gezeigt habe im Video. Es war ein ziemlich mächtiger Stau hier auf dieser Autobahn. Und da hat mich das Navi gleich runtergeleitet. Und da bin ich mal Landstraße gefahren. War nicht weiter schlimm. Wo muss ich jetzt hin? Ah, da oben vorne. Und ja, vielleicht 5 oder 10 Minuten Verlust. Aber die Landstraße war sehr schön. Ich habe leider die Kamera ausgeschaltet, weil ich habe die irgendwie nicht 100% befestigt hier. Dass die nicht hin und her stürzt, da wenn ich mich in die Kurven lege. So, laut Navi muss ich da ganz vorfahren. Und ganz da hinten am Ende soll der Supercharger sein. Ich glaube, ich war hier doch schon mal, irgendwie kommt mir das doch bekannt vor. Ach, keine Ahnung. So, auf jeden Fall alles für mich. Wunderbar. Ich nehme die A. Ich finde den Saft von der A meistens leckerer als den von B. Keine Ahnung warum. Ist so. Tschakka. Nicht die Ladesäule umfahren. Ja, ist auch gut. So, Laden gestartet. 1 Minute und 20 bis 100%. Das macht man natürlich nicht. Navigieren. Zwickau, Huf. So. Ja, schauen wir mal, wie lange das jetzt noch dauert. Um 16 Uhr bin ich verabredet. Ich rechne sogar eine Ladezeit aus jetzt. Das ist ja ganz was Neues. Eben war ich noch hingekommen, ohne zu laden. Jetzt muss ich 15 Minuten laden. Auch interessant. War heute den ganzen Nachmittag von 16 Uhr ab hier in Zwickau bei einem Zuseher, der
bei dem Weihnachts-Advents-Special gewonnen hat, mit dabei war. Und wir haben ja zusammen ein bisschen geschnackt, ein bisschen was uns angeschaut, die Zwickau angeschaut, wäre sehr schön. Nochmal danke dafür. Habe einiges gelernt, habe auch eine Videoidee entwickelt zusammen mit ihm. Ja, nochmal vielen Dank, Matthias. Soweit kann ich Matthias hier sagen. Ja, genau. Cool. Jetzt bin ich in Nempitz. Ich musste jetzt laden. Ich habe nur noch so 12% gehabt. Und ja, in der Nähe von Leipzig. Und ich habe immer noch kein Hotel. Weil ich weiß gar nicht, ja, wie der Tag heute verlaufen wäre, wo ich das geplant habe. Ist das in Deutsch gewesen? Egal. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier, habe noch kein Hotel. Und gehe jetzt einfach mal in die App. Laden gestartet um 20.42 Uhr. Batteriestand 11%. Also da habe ich gestartet. Jetzt sind wir schon 18%. Ich bin heute auf jeden Fall hier über Nacht in Leipzig irgendwo. Vielleicht fahre ich mal noch ein bisschen in Richtung Stadtmitte. Und morgen bin ich dann bei Next Move. Und da haben wir, machen wir Video. Vielleicht eins, vielleicht zwei. Mal schauen. So, und dann hat mein Kunde ein paar Mal schon angerufen. Und genau den Kunden, den ich morgen besuchen werde, der hat ein kleines Problem. Passt es wunderbar, dass ich da morgen Nachmittag sein kann. So, jetzt hat gerade eben, aber ich glaube, der Horst Lüning hat das schon eine Weile hochgeladen gehabt, das Video. Er erklärt hier das Model 3, den Bildschirm von Model 3, die Software von Model 3. Und ich muss sagen, er macht das super gut hier. Und von mal vielen Dank, Horst, du hast mich genannt und den Gabor, Ove, den Kollegen Ove von T&T Tesla, dass wir schon Model 3 gefahren haben. Und du hast auch natürlich auch den Kanal von Frank verlinkt, vom Schräg. Wunderbar, danke dir. Und ich bin gerade mitten dabei, das Video zu gucken, was du machst da. Wirklich 1A, gefällt mir super gut. Und ja, ich freue mich, den Rest noch im Hotel nachher zu schauen. Ich bin jetzt bei Minute 32. Klasse. Ja, die YouTube-Gemeinde, das klingt so religiös, aber wir sind ja alles Tesla-Jünger, also deshalb, ja, es wächst alles zusammen. Wunderbar. Dann, was gibt es noch zu lügen? Da ist jetzt gerade Sonnenuntergang. Ich habe heute kein Tele dabei, ich habe nur dieses neue Weitwinkel von Leica, 8 bis 18, also 16 bis 36, alles Weitwinkel. Deshalb bin ich auch so weit hier. Ne? So. Macht den Bauch eigentlich noch weiter als sonst, aber ich kann mich ein bisschen hinter dem Lenkrad verstecken. Naja, nichtsdestotrotz, ich zeige euch nochmal kurz auf der Karte, was ich heute gemacht habe. Ja, genau. Und dann suche ich mir noch ein Hotel. Ich mache das nochmal über die App, HRS, guck mal, was in der Nähe ist, gehe mal gucken, wo ich morgen früh sein soll und schaue nach dem Hotel da in der Gegend. Sieht irgendwie komisch aus mit diesem Objektiv hier. Ich versuche es euch trotzdem mal darzustellen. Relativ stiller Bildschirmaufbau. So. Ja. Weiden in der Oberpfalz, da war ich nicht. Bayreuth Hof, hier bin ich hochgefahren. Blauen Zwickau, habe ich vorhin Chemnitz gesagt, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Zwickau, von hier bin ich jetzt, da waren wir heute Mittag, bin ich hier so Gera und dann hier so Zeitz durchgefahren. Das waren diese Aufnahmen eben von der Landstraße. Ja, ups. Und jetzt sind wir hier. Und jetzt muss ich nach Leipzig da irgendwie, da suche ich mir jetzt dann eine Übernachtungsmöglichkeit. Was haben wir heute alles schon so verfahren hier? Sieht man das? Trip jetzt 635 Kilometer, 126 Kilowattstunden, 198 Wattstunden pro Kilometer. Ja, das merkt man sofort, dass wir jetzt hier Sommerreifen drauf haben. Also locker 10% weniger Verbrauch im Sommer, eher 15%. Also es wird nach einer kurzen Recherche das Hotel Merseburger Hof in Leipzig. Der war nämlich noch sehr teuer, wo ich das buchen wollte in der Woche vorher. Und jetzt kostet er nur noch 50 Euro. Passt.